Ja, hallo liebe Golffreunde, hier ist Christoph Bausig von Progressive Golf, einfach besser Golf spielen. Das erste Mal von meinem neuen Club von der Tillisburg, im Golfclub Linz St. Florian. Eigentlich mein neuer alter Club, ich war ja bereits von 2004 bis 2011 hier, bevor ich dann ein paar Jahre in Batal und in Regau war. Aber wie ihr vielleicht wisst, habe ich in den letzten Jahren immer wieder diese Live-Sessions gemacht und die sind ja ab und zu auch ganz gut angekommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir einfach in der Tillisburg weiter. Und heute ist es ein bisschen windig und ich habe mein windgeschütztes Plätzchen suchen müssen, hinterm Pitching-Grün. Und habe auch heute erstmalig ein externes Mikrofon und ich hoffe, dass ihr mich hört. Falls ihr mich nicht hört, dann bitte ich euch gleich darum zu kommentieren, dass irgendetwas nicht funktioniert, weil dann würde ich das abbrechen und nochmal starten. Wenn ihr das erste Mal ein Video von mir seht, mein Name ist Christoph Bausek von Progressive Golf. Ich habe die Golfschule Progressive Golf im Golfclub Linz St. Florian und ich mache immer wieder interessante Videos zu verschiedenen Golfthemen. Und wenn ihr diese Videos öfter sehen wollt, dann vielleicht macht ein kleines Gefällt mir auf meine Seite, auf der Progressive Golf Seite, dann seht ihr immer, wenn ich online bin, beziehungsweise wenn ihr das auf YouTube jetzt als eine Aufzeichnung seht, drückt bitte den Subscribe-Button und dann versäumt ihr auch nichts in Zukunft. Ich habe heute eine kleine Umfrage noch gemacht am Vormittag und habe gefragt, welches Thema ich denn behandeln soll und da wurde vorgeschlagen, einerseits der Over-the-Top-Move im Golf und das zweite Thema war wie man schnell seinen Schwung aus dem Winterschlaf holt und gewonnen hat, aber der Over-the-Top-Schwung und deswegen gehe ich das jetzt mit euch durch und ich werde sicherlich das zweite Thema auch demnächst mal behandeln, weil ich glaube, es gehört irgendwie dazu. Inzwischen sind ja schon ein paar online und freut mich, dass ihr dabei seid. Ich bitte euch vielleicht, wenn ihr Fragen habt, zu kommentieren. Wobei ich das jetzt versuchen werde, relativ zügig durchzuziehen, ohne große Fragestunden und vielleicht eher am Schluss darauf eingehe. Aber wenn ihr irgendwas Wichtiges zu sagen habt, bitte seid so gut und macht das. Also, Over the Top, was ist das? Over the Top sagt man dazu im Prinzip, wenn der Schläger im Abschwung eine zu starke Rauskomponente hat, also in diese Richtung hier, hinaußen hat hier. Und der Schläger neigt dazu, dann, dass er von außen nach innen kommt. Und das hat ein paar Probleme. Das erzeugt ein paar Probleme, nämlich meistens einen riesengroßen Slice, schlechte Kontakte, fette Bälle, getoppte Bälle, Sockets und. Ja. Und es ist wirklich wie eine Seuche im Golf. Es gibt wirklich, glaube ich, nicht. Es gibt keinen Golfer, der diesen Move nicht mal irgendwann mal in seiner Golferkarriere gehabt hat. Und also das schaut nochmal so aus. Das geht hier raus. Und dann da rein, das ist ein Over-the-Top-Move. Und man spricht von einem On-Plane-Move, wenn man quasi es schafft, den Schläger irgendwo im Abschwung zwischen der Schulter und irgendwo zwischen die Hüften abzuschwingen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, möchte man, dass der Schläger irgendwo hier runterkommt. Das hat ein bisschen zu tun mit Anatomie, wie man gebaut ist, wo das dann tatsächlich ist. Aber auf das möchte ich nicht näher eingehen, aber ich glaube, im Groben kann man sagen, man möchte, dass der Schläger irgendwo zwischen der rechten Schulter hier und irgendwo zwischen der Hüfte hier, irgendwo in diesem Bereich hier runterkommt. Und wenn man eben das nicht tut, eben hier ist, dann spricht man von Over the Top. Okay? Also, dass wir das mal geklärt haben und das ist mal nichts Gutes, wie viele von euch wissen. So, und jetzt möchte ich ein bisschen in die Biomechanik reingehen oder beziehungsweise erklären, was das Ganze eigentlich sein könnte, weil ich würde sagen, es gibt mehrere Arten von Over the Tops, aber ich möchte jetzt hier vielleicht ein paar häufige Arten aufzählen, die man immer wieder sieht. Ja. Eine sehr häufige Art, die man sieht, ist, dass man in eine frühe interne Rotation der rechten Schulter kommt, als Rechtshänder. Was heißt das? Das ist die Bewegungsumfang der Schulter, das ist eine interne Rotation. Und von hier nach dort spricht man von einer externen Rotation. Ja? Und es ist so, im Abschwung bei sehr guten Golfschwüngen sieht man bei den meisten Golfern zumindest im frühen Abschwung eine Art externe Rotation. Das hat ein bisschen mit Griffstil zu tun, ein bisschen mit Flexibilität zu tun, wie viel das am Ende des Tages ist.
Hat auch was mit Unterarm zu Oberarm Länge zu tun, wie viel man tatsächlich da macht. Aber im Endeffekt macht jeder gute Golfer eine Art externe Rotation, das heißt in die Richtung. Das heißt, der Ellbogen bewegt sich mehr oder weniger nach vorne und der Schläger wird ein bisschen verzögert. Das heißt, der Schläger bleibt dann eigentlich eher hier und geht nicht gleich nach vorne mit. Seht ihr das? Also das immer ganz gerne, dass ihr übrigens auch das Griffende betrachtet hier im Video, weil es sollte so sein bei einem guten Schwung, dass wenn ihr hier seid, Ende Aufschwung, dass irgendwie der Schläger mehr oder weniger die ersten Zentimeter mehr oder weniger gerade oder leicht nach vorne gerade runter geht. Er geht aber nicht gleich in die Richtung und dann erst ein bisschen mehr in diese Richtung kurvt. Das heißt, der Schläger geht zuerst hier ein bisschen hinunter und dann eigentlich, wenn er bei der, wenn er bei der rechten Schulter ist, ungefähr hier, geht dann der Schläger mehr in die Richtung. Das heißt, es schaut dann so aus, dieser Handpfad hier. Ja? Ich hoffe, das sieht man hier schön. Ja? Und das wäre eine normale Bewegung. Und das bekommt man eben, wenn man ein bisschen externe Schulterrotation hier hat, kann man das hier am Anfang des Abschwunges hier ein bisschen länger hier lassen. Wenn man intern wird, dann seht ihr, habt ihr schon diese Rauskomponente, seid ihr bereits über der Top. Eine Möglichkeit, okay? Was kann man dagegen tun? Man kann Übungen machen, dass man hier aufschwingt, sich bewusst den hier reinfährt, den Ellbogen hält und sich das bewusst macht, dass man mit dem Ellbogen hier bleiben will und dass man nicht den in diese Richtung bewegen will. Wäre eine Möglichkeit, ja? Was gibt es noch? Eine andere Möglichkeit für Over the Top wäre zum Beispiel, dass man zu wenig Kreuzen oder das Kreuzen des Armes über die linke Brust zu früh auflöst. Was heißt das? Ich mache das mal gleich um eine Rotation, damit wir es besser verstehen. Ich sitze hier meinen Arm links vorne. Im Setup ist das genauso. Und hier entsteht ein Winkel zwischen meinem Arm und meinem Brustkorb. Das ist ungefähr 90 Grad, oder? Jetzt kann ich den Arm zum Beispiel darüber hier hinein bewegen. Und das ist das, was in einem Golfschwung tatsächlich passiert. Also der Arm geht sicherlich 20, 30 Grad in diese Richtung. Das heißt, wenn man dann oben in der Aufschwung ist, sieht man, dass der Arm eigentlich ein bisschen über die Brust gekreuzt ist. Und das ist eigentlich ja, relativ normal. Je nach Stil macht man das mehr oder macht man das weniger. Aber es ist normal, dass der linke Arm die Brust ein wenig kreuzt. Okay? Und wenn ich das jetzt hier habe in der Aufschwung, und ich habe gesagt, over the top bedeutet, dass die hier zu viel Komponente in diese Richtung habt. Das heißt, das Griffende, habe ich gesagt, schaut bitte auf das, das soll nicht zu früh in diese Richtung gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, zu früh das zu machen im Abschwung, was passiert? Ich komme over the top. Okay, das ist ein sehr häufiger Grund, sehe ich wahnsinnig oft, gerade bei Anfängern, die überhaupt keinen Bezug zu dieser Bewegung haben, dass es passiert. Und dann sage ich oft, die schwingen dann oft so auf und dann sage ich zu ihnen, sie sollen schauen, dass sie hier ein bisschen weiter drin bleiben, hier, also im Aufschwung und dann passiert es dann trotzdem, dass sie im Aufschwung dann leider zuerst da rauskommen. Es kann aber auch sein, übrigens, dass ihr das hier zu viel macht im Aufschwung. Schaut her, wenn ihr das mega viel macht hier, dann habt ihr so nicht nur einen kurzen Aufschwung, sondern ihr seid so stark in diese Richtung, dass ihr die Muskeln quasi schon triggert, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Das heißt, wenn ich da brutal anziehe, dann will der Muskel eigentlich schon das machen. Das heißt, das ist bereits ein Problem, das entstehen kann. Also gerade die einen flachen Aufschwung haben, den Arm stark über die Brust kreuzen, das ist ein Hauptgrund, warum Over the Top passiert. Ein weiterer Grund, warum das immer wieder passiert, ist folgender, und zwar, oder warum der Drang überhaupt da ist, in diese Richtung zu gehen, ist, weil oft die Schlagfläche im Schwung offen ist. Also offen bezeichne ich, ich gehe weg von der Kamera hier, dass ihr mich besser seht. Ich hoffe, das sieht man noch. Ich bezeichne mehr oder weniger offen, wenn man hier im Abschwung ist und man hier auf diese Kante schaut, möchte ich, dass sie ein bisschen in diese Richtung hier zeigt, also die Spitze ein bisschen nach unten geht. Man kann sagen, mehr oder weniger, dass das mit der Wirbelsäule gleich ist. So ist vielleicht gerade noch akzeptabel, ich bin aber kein Fan davon. Aber wenn die Schlagfläche so ist in der Position, ist sie eindeutig offen. Und wenn sie jetzt auf einer richtigen Schwungbahn zurückschwingt, sprich ihr springt jetzt
nicht over the top, sondern richtig auf der Ebene ab. Wo werdet ihr hinschlagen? Richtig, ihr werdet jetzt nach rechts schlagen, in dem Fall mitten rein in die Titelsburg. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen sieht man dann in der letzten Sekunde, dass dann viele dann oft dann hier den Schläger noch reinholen und den Löffler machen, dass die die Schlagfläche ausgleichen oder was Gott auch immer. Jedenfalls, es wird nicht fördern, dass die wenn die Schlagfläche offen ist, dass ihr nicht over the top kommt. Okay? Und da muss man natürlich dann Ursachenforschung betreiben, warum ist die Schlagfläche offen, wenn eben so wäre. Und das sind meistens dann zwei Gründe. Es kann einerseits der Griff sein, der einfach dann, wie man sagt, zu schwach ist. Ja? Oder für den Rechtshänder einfach zu stark nach links gedreht ist. Oder es kann einfach sein, dass die Konditionen der Handgelenke nicht passen, weil das macht die Handgelenke den Schläger auf, das macht den Schläger ein bisschen mehr zu. Und da muss man sich das halt anschauen bei jedem Golfer, wie steht das im Verhältnis zu seinem Ballflug, wie viel braucht er von der Schlagfläche mehr in die oder in die Richtung hier. Ja? Aber wie gesagt, offene Schlagfläche ist ein Auslöser von over the top, vor allem wenn euch das bewusst ist, dass ihr over the top seid, es immer wieder probiert und es nicht hinbringt, dann würde ich mir mal die Schlagfläche anschauen. Und da geht es besser zu einem Trainer, weil das wird dann ein bisschen komplexer manchmal. Aber wie gesagt, nur dass ihr es mal wisst, die Geschichte. Dann sage ich Hallo an alle, die jetzt hier zuschalten. Ich freue mich, dass hier doch einige live sind. Es dürfte ein Thema sein, das viele interessiert. Ist Christoph Bausack von Progressive Golf, einfach besser Golf spielen. Und ich rede heute über den Over-the-Top-Move und habe schon einige Beispiele genannt. Und wenn euch das interessiert und ihr es jetzt dazu gekommen seid, bitte schaut euch das Video noch einmal von Anfang an. Ich werde es, sofern ich das Gefühl habe, es ist gut geworden, nach dieser Session posten, auf meiner Seite posten. Okay? Ja, dann ein weiterer Grund, warum man Over-the-Top kommt. Da gibt es ja, das ist ein bisschen komplexer. Ja? Und zwar, ihr wisst ja sicherlich, dass ja eigentlich die Idee ist beim Golfer, dass wenn man hier oben ist, zuerst die Hüften kommen, das heißt das Becken dreht und dann der Oberkörper dreht. Und viele Golfer haben die Angst, dass ihr Oberkörper zu früh dreht. Und ich habe diese 3D-Weste mit diesen ganzen Verkabelungen, wo man halt messen kann, welcher Körperteil sich wie bewegt. Und ich messe jetzt schon seit ungefähr 6 oder 7 Jahren Amateurgolfer und Profigolfer und habe doch einen sehr guten Einblick, wie häufig es eigentlich passiert, dass der Oberkörper überhaupt vorm Unterkörper beginnt. Und ich muss sagen, wenn ich sage, 5% aller meiner Golfer, die ich gemessen habe, fangen nicht mit dem Becken an, dann glaube ich, ist das viel. Das heißt, die meisten haben die Reihenfolge Unterkörper, Oberkörper. Außer der Arm kommt zuerst, aber das ist wieder was anderes. Aber meistens ist der Unterkörper vom Oberkörper bei den meisten Golfer. Am ehesten noch habe ich es gesehen bei besseren Golfern, dass der Oberkörper zuerst kommt als das Becken. Aber es ist ganz, ganz selten, dass das Becken an zweiter oder dritter Stelle kommt. Also ich habe das wirklich nicht häufig gesehen bis jetzt. Aber vielleicht ist das zufällig, weil ich so gute Leute unterrichte. Na, stimmt nicht. Nicht alle sind gut, ich unterrichte. Ich habe auch ganz normale Anfänger, Hobbygolfer. Also es ist, ich habe glaube ich wirklich einen guten Einblick. Es ist tatsächlich so, die meisten beginnen mit dem Becken. Okay? So, und das heißt, es ist in Ordnung, dass das dann so ist. Und dann haben sie viele Angst, ich darf mein Oberkörper nicht zu früh drehen. Ja? Das heißt, sie versuchen das zu verhindern. Sie versuchen zu verhindern, dass der Oberkörper dreht. Okay, schauen wir das uns mal an. Jetzt fangen wir das Becken an, Oberkörper dreht nicht. Ah, sehr gut, Schatz, ihr habt es gesehen, die Hände sind mehr gerade hinunter. Nur, ich habe gesagt, es geht kurz runter und dann nach vorne. Aber schaut mal her, was da passiert. Jetzt wird der Schaft steiler, ich bin hinten. Und jetzt schaut es dann so aus, kurz im Treffmoment, bin viel zu wenig gedreht. Und jetzt muss ich die Hände richtig nachschmeißen, dass ich dann irgendwie davon komme. Jetzt habe ich vielleicht keinen Slice, aber ich habe einen brutalen Hook und schlechten Eintreffwinkel und andere Probleme. Und das ist wahrscheinlich nicht der beste Weg, das zu machen. Also wenn euer Ansatz ist, den Oberkörper nicht zu drehen, ja, das ist für mich wirklich das allerletzte Hilfsmittel. Wenn ich keinen mehr dazu bringe, dass er mehr von innen kommt oder nicht so viel von außen, dann mache ich das. Aber sonst, ich glaube, ich habe das in den letzten 5 Jahren, glaube ich, zweimal oder dreimal machen müssen, aber sonst wirklich ist das die letzte Möglichkeit. Ja?
Also ihr wollt den Oberkörper sehr wohl mitdrehen. Und witzigerweise, ich habe gesagt, viele Amateurgolfer drehen eh den Oberkörper brav. Aber das Problem ist, sie bleiben dann zu lange mit dem linken Arm am Körper gepinnt, wie man sagt. Also sie bleiben hier zu lange dran und der Arm bleibt zu lange hier oben. Jetzt drehen sie den Oberkörper und schaut hier, was passiert. Ich werde jetzt immer mehr over the top, okay? Und ihr braucht aber auch eine Komponente auch in diese Richtung. Ich hoffe, das sieht man. Das heißt, ich brauche auch eine Komponente auch in diese Richtung im frühen Abschwung. Das heißt, es reicht, es ist zwar richtig, dass am Anfang des Abschwunges, dass der linke Arm hier dran bleibt, aber dann muss ich ihn irgendwann mal lösen hier. Seht ihr das? Und sonst, weil sonst, wenn ich das nicht mache, dann komme ich nur immer noch mehr von außen. Das heißt, das muss man sich dann anschauen, am besten eben mit einem Trainer, wie viel man braucht von der Komponente Drehung im Verhältnis zum Senken der Arme, mehr oder weniger. Ach ja, und übrigens, und viele glauben, okay, wenn der Schläger mal hier läuft einmal, bis hier runter, wenn das passiert, das macht die Schwerkraft alleine, das muss man nur passieren lassen. Und ich kann euch nur sagen, das ist meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn. Hier in der Phase, das muss der Golfer machen. Das ist eine sehr aktive, aggressive Bewegung. Okay, es beginnt hier oben, Becken beginnt, Oberkörper kommt sofort nach. Der linke Arm drückt dagegen ein wenig. Aber da muss ich schauen, dass ich den Arm da runterbringe. Okay, und das muss ich aktiv machen, wahrscheinlich. Die meisten müssen es aktiv machen. Und das Märchen vom Arm, der oben bleibt und nicht von selber runter geht, das macht die Schwerkraft, das gibt es meiner Meinung nach nicht. Aber wie gesagt, das muss man sich immer sehr individuell anschauen, weil der eine braucht ein bisschen mehr von dieser Komponente, der andere braucht ein bisschen mehr von der Komponente. Reden wir noch über eine kleine Möglichkeit, over the top zu kommen. Zwei habe ich noch vor. Bitte wartet es noch ab, okay? Bevor es abdreht. Man kann auch exzessiv zu früh den rechten Arm strecken im Abschwung. Okay? Das heißt, wenn ich jetzt hier bin und ich strecke den Arm exzessiv früh und natürlich mit der Drehung gemeinsam hier kommt, dann kriege ich den Schläger auch sehr weit raus. Es ist so, dass in einem guten Golfschwung viele Golfer ca. 70 bis 90 Grad den rechten Arm gebeugt haben. Dann sieht man vielleicht im Übergang, dass vielleicht noch 1, 2, 3 Grad dazukommen. Nicht viel, aber ein bisschen wird es noch enger. Und dann eigentlich sieht man, dass eigentlich der Arm hier sich sehr wohl ein bisschen streckt. Ja, das stimmt. Man sieht auch, dass der Handpfad, die Richtung der Hände gehen mehr in diese Richtung und nicht so stark in diese Richtung hier. Also geht mehr in die Richtung raus hier. Der Arm löst sich ca. hier bis daher ungefähr 10-15 Grad, wird 10-15 Grad mehr gestreckter. Aber wenn das ist die Rate, aber wenn das zum Beispiel für explosiver passiert, zum Beispiel, dass ihr sofort alles wegschmeißt und das Handgelenk auch noch, dann wird das so extrem, dass ihr dann von der Seite dann diesen Look bekommt. Gell? Und das wäre auch over the top kombiniert mit Cast. Okay, also das ist auch eine, ja, nicht unbekannte Möglichkeit, sich immer wieder. Und da muss man immer wieder daran arbeiten, dass man halt die richtige Dosierung findet zwischen wie viel brauche ich in diese Richtung, wie viel brauche ich in diese Richtung, wie viel brauche ich in diese Richtung. Also das muss man ein bisschen herumexperimentieren, wenn das so dem so wäre. Okay. Und eine sehr, sehr häufige Art von Over the Top, was ich auch noch sehe, und bitte versteht es nicht falsch, das heißt nicht unbedingt, dass alle Sachen, die ich jetzt die letzten Minuten aufgezählt habe, dass die einzeln vorkommen können, es können auch Kombinationen aus denen sein. Deswegen ist das so komplex und deswegen ist wirklich mit Over the Top besser man arbeitet mit einem Golflehrer. Aber wie gesagt, ich mache das für euch als Service, damit ihr versteht, worum es prinzipiell geht und dass das nicht einfach so eine einfache Geschichte ist. Ja? Okay, mein letzter Beitrag für Over the Top. Okay, das ist zu späte oder keine laterale Rechtsseitbeugung. Boah, das klingt kompliziert. Okay, was heißt das? Ich gehe ein bisschen weg von der Kamera, dass ihr mich sehen könnt. So, ich setze mich hier. Das ist eine Linksbeugung und das ist eine Rechtsbeugung. Und tatsächlich macht man im Golfschwung, macht man diese Bewegungen. Und zwar, wenn ich hier bin im Aufschwung, gehe ich tatsächlich mit dem linken Arm hinunter. Das heißt, meine linke Schulter geht runter. Da spielt man von einer lateralen Linksbeugung. Dann kommt der Abschwung und dann kommt man in die Rechtsbeugung. Also es geht von einer Linksbeugung in eine Rechtsbeugung. Okay? Oder man kann auch sagen, dass die Schulter und die rechte
Hüfte sich im Abschwung nähern. Okay? Das wird, also das wird enger. Und ihr versucht hier Falten reinzukriegen. Und viele Golfer haben halt das Problem, dass sie im Aufschwung zu wenig Linkskomponente haben. Zum Beispiel da haben sie fast zu viel Rechtskomponente oder zu flach. Und die beginnen dann im Durchschwung zu viel exzessiv Linkskomponente dazu zu geben. Und schaut, wo ich bin. Und komme erst ganz spät in Rechtszeitbeugung hinein. Das ist nicht gut. Was besser ist, ist, man hat hier in der Aufschwung eine Linkskomponente, also linkslateral, geht ein Übergang, man bleibt ein bisschen links und dann wird es hier flach und dann Richtung Treffmoment geht es rechts tief. Aber die, die gar nicht rechts runtergehen, die müssen halt das Gefühl dann oft haben, dass dann wirklich sehr früh rechts tief werden. Das schaut dann so aus. Gute Übung ist, die Hände hier oben zu lassen und nur versuchen, die rechte Schulter Richtung rechte Hüfte zu bewegen, sprich hier im Pullover auf der rechten Seite Falten reinzukriegen. Hier und Falten rein. Siehst du, was passiert ist? Der Handball ist mir hinunter und dann drehe ich mich erst und dann kommt der Schläger hinaus. Und das ist einer der häufigsten Arten, die ich sehe, wenn es ein Over-the-Top-Move ist oder ich sehe ihn halt auch oft in Kombination. Das heißt, ihr habt es gesehen, es ist sehr, sehr kritisch, wie die ganzen Körperteile zueinander stehen, wie die ganzen Winkel sind, wie das Becken steht, wie der Oberkörper steht, das Timing der Bewegungen. Ich verwende dann eben ganz gerne eine 3D-Weste und auch natürlich die Bonddruckplatten von Smart Move, die verwende ich dann auch dazu. Ich mache Screenings, um zu schauen, welche von Bioswing Dynamics mache ich ganz gerne das Screening, dass man sieht, welcher Schwung passt zu jemandem und kann dadurch halt eben feststellen, auch ob dieser Typ zum Beispiel eher ein Typ ist, der eher fäden soll oder einen Draw schlagen soll, weil es gibt zum Beispiel Typen, das würde ich auch ganz deutlich sagen, die gar nicht wirklich dazu geboren sind, einen Draw zu schlagen. Okay? Und die gar nicht die Flexibilität haben und gar nicht die Mechanik haben, um das gut zu können. Und da ist vielleicht geht es nicht darum, dass man einen geht es nicht darum, dass die einen Draw schlagen, sondern vielleicht, dass sie einen aggressiven, kräftigen Fade schlagen können, auf Deutsch weniger von außen kommen. Okay, ich werde jetzt kein weiteres Beispiel nennen. Frage jetzt noch ganz kurz in die Runde, ich schaue doch ein paar zu, ob es noch Fragen gibt, ob ich euch irgendwas beantworten kann. Wenn ihr jetzt eingeschaltet habt, dann wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die Seite Progressive Golf liked, das heißt, dass ihr da anklickt, dass ihr in Zukunft auch meine Benachrichtigung bekommt, dass ihr auch dann keine Live-Session verpasst. Ich mache immer wieder Videos zum Thema Golf und stelle auch hier und wieder die besseren Videos auf YouTube. Und wenn ihr das auf YouTube jetzt seht, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, weil es kommen auch da immer wieder Sachen. Ja, morgen ist dann der Freitag, der 6. April. Da habe ich meinen ersten Aimpoint-Kurs hier im Golf Club Linz. Freue mich auch sehr. Wir haben ein ganz tolles Putting-Grün hier im Linz und bin schon sehr aufgeregt und jetzt kommt extra die Sonne raus und ich hoffe, das bleibt bis morgen so. Das Wetter ist ja gut angesagt, auch fürs Wochenende. Und wenn es euch gefallen hat, würde es mich auch freuen, wenn ihr vielleicht diesen Beitrag liked, auch eventuell teilt an euren Freunden, die Probleme haben mit einem Over-the-Top-Move, vielleicht verlinkt oder das ihnen schickt oder vielleicht sogar eben auch teilt. Und ja, ich werde wie gesagt bald zurückkommen mit dem zweiten Thema meiner Umfrage, das es heute nicht geschafft hat, nämlich mit dem Thema, wie komme ich aus dem Winterschlaf heraus, wie kriege ich meinen Schwung wieder schnell in Fahrt nach der Winterpause. Das werde ich demnächst machen, sobald ich Zeit finde. Falls ihr irgendwelche coolen Themen habt, die ihr gerne diskutiert haben möchtet, bitte seid so gut und kommentiert auch gerne später, auch in den Aufzeichnungen später, was euch interessiert. Hier und wieder nehme ich ganz gerne Themen von den Zusehern natürlich und freue mich sehr, wenn es Interaktion gibt. Also, das war Christoph Bausek vom wunderschönen Golfclub Linz St. Florian, meine neue Trainingsstätte. Im heurigen Jahr, alter neuer Club,
und bin ab sofort für Trainerstunden hier zu erreichen. Und nähere Infos über meine Aktivitäten findet ihr auf www.progressivegolf.at. Und wenn jetzt keine Kommentare mehr kommen, keine Fragen, dann bin ich hier raus. Also macht es gut.